So, na dann. Was sollen wir nochmal machen? Achso, wir sollen ihn Den beschatten. Typen beschatten. Ich schnappe hier erstmal ein Auto. Das ist ein kleines Auto, das ist unauffällig. Ich gehe ins Dorf und guck mal, dass ich das Haus scoute, wo Gegner vorher sind. Ich laufe Alex hinterher. Dann Oh, soll ich ihn ja. mal einfach auslösen, den Event, dass er Ja, genau, löst wegfährt. ihn aus. Ich habe da ein Auto, um ihn zu verfolgen. Das ist mega unauffällig, das Auto. Ist auch ganz klein. Das ist ein Riesen-LKW, oder? Was? 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 Okay, wir wissen ja, er fährt runter. Das heißt, ich fahre jetzt hier oben schon mal hin, um ihn dann auszuscouten. Weg, du Rattenauto! Oh, Bumsbirne. Ausgelöst. Noch nicht. Der Oh, fuck, Franz fuck, ist fuck. sauer. Hier. Boah. Hier kam gerade eine Patrouille vorbei. Ja, die kommen jetzt. Jetzt haben sie mich gesehen, oder? Haben sie. Noch ist der Einsatz nicht gestartet, noch geht's. Okay, ich bin. Oh, da fliegt gerade einer über mich hinweg. Warte mal, ich schmeiß mal die Drohne raus. Jetzt Das sehe ich ist bei dir nicht. wohl die Karre, die du da hast. Ich sehe einen Typ, der wie der Assistent von El Wo Chido ist der Sargent Alex denn, aussieht. ey? Was tun wir? Oh shit, oh Stoppen shit, wir ich wurde von ihn, geben irgendwas wir seinem gesehen. Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. So, also ist Beobachten, was er losgegangen. tut und wen er trifft. Wir Ja, bleiben okay. außer Sicht. Wenn er uns sieht, haben wir nichts. Werd gejagt. Tango Nummer 3. Wird mir angezeigt. Hä? Du bist gejagt. Ja, kann mir Bist das denn jemand du? erklären? Ja, die Unidad-Soldaten, Da ist also dein das Verstärker. Militär, das jagt dich dann irgendwie ein bisschen, aber wo Vielleicht bist denn ist er du? nicht mit in der. Doch, er ist mit in der Mission, Ach oder? doch, da unten. Er latscht jetzt da rum, ne, oder? Der ist noch nicht Er geht losgefahren. jetzt in Richtung Auto. Ne, er ist noch nicht losgefahren. Okay, und dann alle schön die Füße stillhalten, dass er. Hier direkt neben Alex, in den Busch. Einfach Sehr damit gut. uns keiner sieht. Wow. Der ist, ja, sorry, der ist da rausgefahren. Ich stand an derselben Stelle wie gefühlt eben. Und Sehr er hat mich gut. dann gesehen. Man muss noch weiter wegstehen. Entschuldigung, das war ich. Das Schlimme ist, dass dann immer die Ansage kommt, sie wurden entdeckt und man sofort ein Ja. Schuldgefühl hat. Und vor allem das Problem ist, ich habe halt gesehen, der entdeckt mich. Dann habe ich den Rückwärtsgang reingehauen. Das Problem ist, ich hatte halt so einen 40-Tonner. Der fährt nicht ganz so schnell rückwärts, Da sondern dauert es in piept der aber Regel so ein laut. bisschen. Ja. Und ab durch die Mitte. So, ich löse ihn wieder aus. Ihr wisst ja, wo er hinfährt. Ihr könnt ja einfach dahin gehen. Ja, wir müssen ihn ja verfolgen, glaube ich, ne? Der darf nicht Ja, aus der ja. Range kommen, deswegen brauchen wir einen mit dem Auto. Ah, okay. Hier kommt Ich natürlich nehme auch. aber nicht Ich bestellen fahre ihm Auto. dann einfach mit Motorrad hinterher. Hallo, Fran. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich habe Oh. jetzt hier ein Auto bestellt. Bock Aber wenn du Tab drückst, Andi, kannst du übrigens später so Rebellen-Sachen anfordern. Oh ja, Und krass, ey. dann. Ja. Willst du hier Abzug. Am einsteigen? besten ist da, wenn man ein Auto klauen will, Mörserschlag direkt daneben machen. Kommt immer gut beim Mitspieler an. Ja, Weil das meine wichtig Empfehlung. ist. Wir wollen niemanden versehen. Sieht einfach gut Vorgestern. aus. Und Ich darauf sehe kommt es einen am Ende Typ, der an. wie der Assistent von El Chidos Agent Oh, aussieht. jetzt Was stürzt tun hier diese wir? bescheuerte Mass Stoppen Effect-App wir die ihn wie ganze bei Zeit seinem ab. Boss Ich der will doch meine Alarm scheiß Gute alte Einsatzteams Beschattung. wegschicken. Beobachten, was er tut und wen er trifft. Wir bleiben außer Sicht. Wenn er uns sieht, haben wir nichts. Sie betont das so nett. Wenn er uns sieht, haben wir nichts. Oh, ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein. Das ist ja Quatsch. Ich will auch ein Auto In so einer eigentlich. Quizshow. Dann kannst du dir den nehmen. Ja, mache ich auch. Das mache ich jetzt auch. Aber Wo das sind seid Rebellen, die ihr? kannst du da nicht rausholen. Ach so, ja, nee, diese gelben, die kriegt man nicht. Ja, 20, nee, oh, die er fährt kriegen los, wir. er fährt los, er fährt los. Ich verfolge ihn heimlich. Ich auch. So. Ich verfolge ihn stilvoll. Ich nehme das Motorrad. Habt ihr den immer noch nicht? Wieso folgen Sie den Assistenten? Ja. Der ist gerade mit seinem Auto losgefahren. Das ist die Szene von eben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir halt nicht entdeckt werden. Ja, versucht das. Ich fahre hier aber Sand um. Vielleicht ist das nicht auffällig genug, das kann sein. Oh nein, oh nein. Läuft er einfach über die Straße, der Freak. So. Oh, hier kommen jetzt Bösewichte, ich weiß jetzt nicht. Alex, du bist in Position? Ziel 5 gesichtet. Ohne gerade noch Ich. um. Komm, Franz, ich stehe hinter dir. Sehr gut, dein Auto Moment, gefällt mir. der Assistent geht in dieses große Gebäude. Der Agent Okay, kennt wir ihn, haben also den kann Checkpoint. sie Oh Gott, ey, wir hatten eben, das wäre Er eine spielt Sekunde gewesen, wir Datenmodell. hätten den Checkpoint gehabt, ne? Wenn wir uns Und da drin jetzt dürfen wir die bewegen. alle Wir töten? schicken eine Drohne und nehmen Wo? es auf. Ich will nicht entdeckt werden. Ich fliege mal mit der Wir dürfen Drohne nicht hin. entdeckt werden. Ich Ja. mache das auch. Ich fliege auch mit der Drohne. Sehen die Drohne? Albonitat Vogel, Ja. aufpassen. Guck mal, da fliegt sie. Oh, schau mal. Wo ist denn der? Oh, Odidat, hinter uns direkt. Also hinter Franz quasi. Mich Ist hat gerade also eine andere geil, Drohne gerammt. wie hier alles voller Drohnen ist. Vor allem, was es für einen Krach machen muss. Oh.
Oh nein, da wird geschossen. Irgendjemand wurde entdeckt. Schade. Ist da jetzt ein Speicherpunkt gewesen? Ja. Ich hoffe. Da stand ein Einsatz-Checkpoint, sonst. Hoffe es auch. Ich habe eine andere Drohne gerammt und dann bin ich irgendwo runtergefallen. Nice. Sag mal, da fällt mir gerade ein, Fritz. Ja. Entschuldigung, Franz. Oh, ich krieg das nicht. Das wird noch richtig schwierig mit euch. Was ist denn los, Franz? Alex? Was möchtest du von mir? Franz. In deinen Stream-Anfängen hattest du das nackte manchmal... Haut, viel nackte Haut. Ja, also du musst dich viel ausziehen, das ist klar. Das wollen die bei mir auch alle. Aber hattest du das manchmal, dass deine Zuschauerzahl plötzlich auf 20 hochploppt und eine halbe Stunde bleibt und dann wieder einfach wieder runterdroppt? Ich hatte von Anfang an nie unter 20. Ah, okay, das ist natürlich... Nein, Quatsch. Cool. Oh, da sind Stinker. Vorsicht. Okay, ich bin weggekommen. Die schwanken total. Also das Ding ist, ich benutze ja sowieso noch, weil ich ja auf zwei Plattformen streame quasi. Ich werde fahren. Alter. Ich benutze halt noch so eine App, die YouTube und Twitch zusammenzählt, und deswegen ist das bei mir immer noch komisch. Mhm. Ja, siehst du, wegen Zusammenzählen, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Falls du irgendwie Twitch-Partner tatsächlich werden willst, Franz, dann darfst du nicht mehr auf YouTube streamen. Okay. Inklusiv. Was ich ganz schön bescheuert finde, ehrlich gesagt. Nee, das ist, achso, wenn das dann, du meinst, also, das weiß ich, ne? Wenn das so wäre, würde ich dann halt YouTube aufhören. Oder meinst du, ich soll das vorher auch schon unterlassen? Nein, um Gottes Willen. Nicht. Ja, aber ich finde es halt so krass. Ist es eigentlich jetzt schon? Also ist es eigentlich jetzt schon? Die AGBs sagen dann, dass man eigentlich nur auf einer Plattform streamen darf. Das ist ein Schwachsinn, ey, ich meine. Ja, du produzierst halt exklusiven Content für Ja, und was kriegst du davon? Also momentan tatsächlich, kriege ich von YouTube tatsächlich noch ein paar 3 Cent Werbeeinnahmen pro Abend. Ja. Aber von Twitch kriege ich momentan nichts. Nix. Ja. Dafür hast du die Aussicht, bei Twitch Partner zu werden und dadurch dann ja irgendwie 2,50 pro cooler Socke. Wow! Ich habe mich auch, das ist dieses Spiel, sorry, ich habe dich ja gesehen, ich bin ja ausgewichen, ne? Aber du hast ein Auto mit der Schulter gerammt, was in Schrittgeschwindigkeit neben dir hergefahren ist. Das ist natürlich tödlich. Ach, guck mal, sprinten kann man nicht unendlich lang, scheinbar. Ja, das ist halt komisch, ne? Also ich finde das auch so doof, so, weil es so... Weißt du, die Typen können 10 Meter runterfallen, dann rollen sie sich ab und es ist cool, aber gegen ein Auto zu buppern... Hopsi, von Twitch kriege ich nichts. Nein, außer eure Spenden. Die Spenden haben mit Twitch nichts zu tun, ne? Das ist ein externes Tool. Also TP-Stream hat nichts mit Twitch zu tun. Ich meinte mit Twitch den Laden, nicht euch. C. Ah, und jetzt starte ich auch so eine Drohne. So, wo fliege ich denn mit dem Ding hin? So, dass sich die Wachen nicht sehen am besten, wie ich das eben gemacht habe, nicht? Und ich darf auf keinen Fall klicken. So. Wir haben, was wir brauchen. Oh, ich habe sie alle ausgespäht hier. Wie komme ich weg? Einfach nochmal Y drücken, dann pack das ein. Cool. Oh, das ist explodiert. Tod von oben! Da war ein Zivilist dabei. Ups. Müssen wir die jetzt tot? Ich habe auch, ich habe es auch bekommen. Holt lässt's gerne knallen. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Es muss irgendwo ein Lager geben, in dem sie noch mehr Werbematerial aufbewahren. Wir tauschen den Truck einfach gegen einen mit C4 aus. Ich bitte Packer. Oh, jetzt habe ich gerade, Alex, du hast jetzt ein Laservisier drauf, oder? Weiß ich nicht. Gerade kam aus dir ein roter Strahl. Vielleicht hast du auch einfach Dann würde ich mal zum Arzt gehen damit. Ja. Jetzt wird es schräg so. Damit kennen die euch aus. Du, im Gegensatz zu dir sind wir schon über 30. Natürlich können wir es halt aus. Alex, wie alt bist du denn? 27. Oh Gott. 14. Bitte? Ihr verfickten jungen Leute. Boah, sagst du so schöne Sachen, ey. Ihr macht die Welt kaputt. Ja, und ihr seid vor allem jung und ich bin neidisch. Ich bin neidisch darauf. Ihr habt noch alles vor euch. Ich habe meinem Stream verboten zu fluchen und dann höre ich hier sowas. Ach so, oh, okay. Wie alt bist du denn, ja, Andi, eigentlich? Ja, ich bin 19. Ah. 19. nein, 32. Ich glaube, Fritz
Franz, oh Alter, ey. Ihr seid gleich alt quasi. Mhm, genau, wir sehen auch tatsächlich gleich aus. Das ist total schräg. Oh, wir sind verdächtig. Warum? Ja, guck dir mal an, wie wir hier rumlaufen. Und der Franz hatte ja, glaube ich, auch mal lange Haare, so wie ich auch in der wilden Punkzeit. Dann waren die plötzlich weg. So habe ich dich kennengelernt, ne, Franz? Stimmt. Oh, guck mal, ein Loch. Vor allen Dingen, du hattest damals ja schon graue Haare, was total krass war. Ja, jetzt mittlerweile wird der Bart grau, da graut es mir noch vor. Aber ich fand das aber immer cool, ehrlich gesagt. Grauer Bart? Also ich finde ja grau viel, viel besser als das, was mir blüht, nämlich Glatze. Also. Aber, nee, komm, Glatze ist auch schon mittlerweile cool. Ah, weiß nicht. Muss man den Kopf für haben. Ja, weiß nicht. Nee, also um Gottes Willen, nicht bei anderen Leuten. Also bei anderen Leuten ist es cool, aber ich habe nicht den Kopf dafür. Aber jetzt mal ernst, wenn wir Alex überredet kriegen, sich eine Glatze zu machen. Oh scheiße, steig schnell ein. Wir haben hier dummerweise direkt neben der Feindbasis geparkt. Oh cool. Scheiße. Warum auch nicht? Und los. Wo sind die Bösen? Hier keine Bösen. Ich werf mal Granaten in die Zivilisten. Mach mal Sache. Ach, da wäre ein Informant gewesen. Flieg halt weg. Ja, ich versuch das. Hallo? Oh, hier ist mehr Einsatz. Was ist denn hier für ein Kompensator fürs Scharfschützen? Ja. Oh, das ist eng. Wo sollen wir denn eigentlich hin? Wo ist denn unsere nächste Mission? Ich habe was markiert, da ist auch noch eine Waffenkiste, aber es ist auch gleichzeitig. Ich habe das B markiert, da hat mir ein Kumpel gezeigt, wo man das krasse Scharfschützengewehr herkriegt. Das ist aber hat das schon fast durchgespielt. Dann fliege ich da schnell zum B hin, dann könnt ihr euch das Scharfschützengewehr holen, das ist krasse. B sehe ich gar nicht. Cool. Mein Chat sieht gerade Kojak-Vergleiche. Ich finde, wir sollten aufhören mit diesem Glatzengetue. Das wird schräg. Mützeglatze? Immer? Was? Wieso Glatzengetue? Was? Na, wir tun doch erstmal nur so. Du bist ja auch noch nicht was? Lang. Also ach so. Richtung Glatze. Ach so, nee, Moment, ich dachte bei Franz ist das oben. Aber hier oben links sind auch Infos, ne? Oben links ein Stückchen. Richtig hoch, viel ist bei mir aber auch wirklich nicht mehr. Nee, bei mir auch nicht. Und also rechts. Jetzt hol. Oh, hier ist alles, ja. Wow. Jetzt holen wir erstmal das Gewehr. Jetzt hast du mir das markiert. Außerdem, schau mal, hier können wir uns schön ein bisschen umschauen, was hier für eine. Ja, krass, der alte Bergwerk ist. Danke, Karl. Geht mal, krass. Was los, Digga? Ahnmal. Zeig dir mal mein Mahnmal. Boah, guck mal, Reisfelder, ey. Wie geil ist das denn? Das Spiel ist so schön, dass ich möchte. Wir tauschen mal den Hubschrauber, der ist hier gleich kaputt. Ja. Ich glaube, das merkt keiner, wenn wir den austauschen. Wir stellen jetzt hier den kaputten hin. Der Schatten von dem Heli, ey, das ist ein Witz, wie der aussieht. Gute Grafik-Counter muss steigen. Verfickte Scheiße! Hat meine Figur gesagt, Andi, Kein Problem. Übrigens, in meinem allerersten Kanal-Trailer auf YouTube habe ich damals auch als Feature meines Kanals gesagt. Andi, ich sitze auf der Bank rum und ihr habt einen Ballert da rum. Oh, geil. Ich wollte nur die ausschalten, die ganz nah sind, weil ich dachte, die schießen uns dann gleich wieder in den Hubschrauber. Ich bin tot. Schade, ich wurde erwischt. Ich dachte, ich muss euch da rappen oder so. Rappen. Im Zweifel musst du rappen. Wollt ihr euch rappen? Ich bin so Fan von der Explosionsdrohne, ne? Ich habe gerade einfach dem Typen die in Gesicht gezündet. Oh nein! Lenkt die mal ab, wer auch immer noch lebt, ich rette Grimani. Ja, schön, vielen Dank. Wow, wo sind die? Ja, da hinten im Gesprüpp. Wieso sitzt Alex denn hier noch auf dem Handy? Da hinten im Gestein. Da kriegen sie. Mindblown. Ah, da drüben. So, als hätte er eine Glatze. Also, das ist nicht mehr viel, was da ist. Ich wollte nur sagen, würde ich mir eine Frisur stehen lassen, würde sie albern aussehen, glaube ich. Das kann man bei mir gerade ganz genau sehen. Ich habe gerade einen guten Zentimeter Haare auf dem Kopf und das sieht echt albern aus. Ja, ich glaube, jetzt können wir, glaube ich, los. Oh, heute übrigens in der Sauna, ich musste sehr lachen, war ein Typ, der hatte die Haare halt ein bisschen länger, so 2-3 Zentimeter. Guck mal, Andi, du hast doch eben die Lamas so gut gefunden, da ist eine ganze Herde. Ach, Quatsch, schau mal die Zähne. Ja, sogar, das ist ein Zebra-Lama. Wie heißen die anderen Tiere? Ich auch! Du musst jetzt ein Lama nehmen. Ich möchte das Lama nicht nehmen. Guck mal. Warte mal, hier fehlt uns doch noch einer. Franz, wo bist du denn? Hier! Eieiei. Ei.
Und nochmal einen kurzen Gruß an meinen Stream raus. Hallo Leute, vielen Dank, dass ihr bei der super schlechten Qualität und den Lags zuguckt. Cool. Das bekommt ihr wieder. Das klang eher wie eine Drohung. Ich wollte gerade sagen, das, das klang tatsächlich ein bisschen so. Was ist das da rechts? Guck mal. Da waren wir bei Nacht schon mal, bei dem Fallschirm. Das, stimmt, das haben wir schon mal. Den haben wir schon mal geholt. Das Kraniche? Nee, ich kann das doch wieder neu einsammeln. Ja, aber das Fritz, ich wette, du schaffst es nicht, da zu landen. Nein, wir wollen doch zu diesem Scharfschützengewehr. Okay. Das hieß extra, wir sollen krass, zu diesem Scharfschützengewehr. Krass, dass du die Challenge nicht acceptest. Ach, da hinten. Bin mir noch nicht sicher, was wir jetzt tun. Wir holen schnell ein angeblich sehr, sehr tolles Scharfschützengewehr. Das liegt bei Punkt B. Ah, okay. Freelancer fragt gerade, kann man die Lamas zähmen? Was denkt Andi, in was für einem Spiel ihr da seid? Das ist Sims Extended tatsächlich. Also das ist endlich der Multiplayer von Stardew Valley. Es wäre endlich, wenn ich auf den Lamas rein. Oh, könnte. Sunny Girl, hallo. Aua, ich habe mir mein Bein verbogen. Ich wollte noch irgendwas Witziges erzählen. Hört jemand hier Power Metal und hätte einen guten Tipp für mich? Power Metal? Im Zweifel immer Manowar, die gehen in allen Metal-Kategorien. Und auch in keiner. Achso, in der Sauna war ein Typ, der hatte die Haare ein bisschen länger und der hatte wirklich diese Mönchstonsur, also quasi, ne, so diesen kreisrunden Haarausfall. Und das Geile war, wir saßen da gerade beim Essen. Natürlich essen wir auch in der Sauna. Was? In der öffentlichen? Nicht direkt in der Sauna. So. Nicht in der Sauna, sondern im Restaurant. Ist halt mega geil. Er sitzt da, trinkst tagsüber schön einen Weizen. Im Fall nackt halt, ne? Also im Bademantel. Voll geil. Du bist also dann voll und in der Sauna und voll und in der Sauna und gegessen und so? Und, ja, mega gut. Wahnsinnig cool. Ich beneide dich. Ja, es ist super. Ich bin so und ja. Und ich musste jetzt nochmal, weil ich, ja. Und ich werde schwanger. Und obwohl, das geht auch. Habe ich auch schon gesehen. Das ist komisch. Schön. Schwangere Menschen sehen komisch aus. Aber auf jeden Fall hatte der Typ halt so eine Tonsur und einen braunen Bademantel. Ihr könnt euch vorstellen, wie der aussah. Es hat nur noch gefehlt, dass er so die Hände vorne in die Ärmel steckt und irgendwie betet. Der sah einfach genauso aus wie ein Mönch. Verdammt cool. Ja, muss man vielleicht dabei gewesen. Vielleicht war das sein Plan auch. Sag mal, wo soll denn das hier sein? Du hast mir jetzt hier so einen Wegpunkt mitten in der Pampa gesetzt. Moment. Da liegt jetzt eine Kiste. Ich hab mich nur kurz vertan. Entschuldigung. Das sind auch mal 5 Kilometer. Ja, los, komm, ey, du bist gut im Fliegen. Das läuft doch. Oh, das geht runter. Für den Rückweg holen wir uns aber ein Flugzeug. Oder bist du dumm? Gibt's auch? Ja, gibt's auch. Was, kann man die auch zählen? So. Oh, Fritz, bist du für deinen Rundflug für die Games, da bist du da nur mit dem Heli geflogen oder auch mit dem Flugzeug? Nee, ich bin zwischendurch auch mit dem Flugzeug. Es gibt neben diesem Flugzeug, was wir jetzt schon gesehen hatten, dieses kleine, gibt es auch noch so dieses klassische Drogentransportflugzeug. Später sieht dann so aus da wie so eine alte Cessna oder sowas. Das hab ich im Salzsee gesehen. Genau, das ist im Salzseegebiet. Da steht noch dieses Flugzeug rum. Hm. Da soll es zwei Typen gegeben haben. Alex und Franz heißen die. Die in einer halbstündigen Aktion versucht haben, das zu klauen. Das war tough, weil das da sind. Das steht aber an verschiedenen Orten. Also die gibt's öfter. Der Salzsee ist übrigens echt schön. Das schauen wir mal hin. Die ganzen Raketendinger. Wir könnten da auch mal hin. Ich meine, jetzt sind wir schon fast da. Aber es ist extrem nebelig. Aber wir können auch mal hin. Da. Ich meine, das ist nicht weit. Ja, das stimmt schon. Ich meine, wir könnten Andi halt mal so zeigen, was ihn so erwartet. Oh, was ist bitte ein klassisches Drogentransportflugzeug? Ja, was man halt so aus diesen Filmen kennt. Oder unten ist ein Panzer. Ist das ein fliegender Panzer? Was ist das? Sag mal, das ist doch der Eingang zur Mine. Ja, genau. Und hier. Und hier ist das. Ja. Aber da sitzt doch der Boss drin. Dann hätten wir auch. Dann holen wir die jetzt einfach. Die wissen von uns. Oh, schau mal. Das den Boss ja nicht machen. Meiner hat gerade gesagt, die wissen von uns, die kennen uns. So berühmt sind wir. Ja, die haben den Stream gesehen. Ja, ich war gerade sagen, also. Boldi, oh, scheiße, da kommen diese YouTuber, Streamer, Wichser. Ach, scheiße, wir sollen ja keine Ausdrücke benutzen. Boah, ihr also, nur Wichser. Auch Wichser. Auch geil. YouTuber. Ach, scheiße, die YouTube-Wichser, fuck, hinterher. Nee, du darfst YouTube und Streamer nicht sagen. Wollen wir das ordentlich machen? Oder? Nee, wir machen das auf jeden Fall ordentlich. Also, ich bitte drum. Ich könnte irgendwann hier mal was reißen. Der Ausbilder soll ein Ex-US-Soldat sein. Ja. Brauche ich ihn. Aber mehr wissen wir nicht. Da darf aber bitte niemand auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist, mit dem Radlader rumzufahren. Was? Warum wird denn da schon geschossen?
Ja, die wissen auch schon irgendwie Bescheid, also. Bescheid. Ich habe einen ausgeschaltet. Meine Drohne war, das hat nicht gereicht. Ich brauche übrigens halt Funkzubehör. Das, wenn wir mal so einen Transporter sehen, könnten wir das mal. Oh shit, da sind. Noch mehr Tangos im Anmarsch. Da hinten ist ein Wagen. Da hinten ist ein Wagen. Ja, ich habe den runtergeholt mit der Gatling. Oh, sehr cool. Nein, 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 nicht mich sehen. Oh, sehr gut. Wer auch immer den gerade genascht hat. Alter, ich hab das mit dem Vorhalten mittlerweile ein bisschen raus. Ziemlich cool. Also, eigentlich, das geht aber doch ganz gut zu viert, oder? Also ich meine, wir haben das jetzt ganz schön ausgeschaltet. Wo kriege ich Munition? Jemand so, schreibt im Chat gerade, Fritz, man hat etwas falsch gemacht, wenn man als Spezialsoldat berühmt ist. Jetzt muss mir mal jemand sagen, wo ich Munition herkriege. Es gibt jetzt hier in den Stationen und so, gibt es immer wieder so Munitionsboxen, da kannst du einfach nach. Oh, munitionieren. Ups, da kommen, das sind zwei, drei. Ja, die habe ich. Oh, ah, wer war das denn? Der Achtung, Auto. Irgendwas kommt von der Seite. Ach, das sind die zwei Fahrzeuge. Fuck. Warte mal, ich jag da die Explosionsdrohne rein. Ich hoffe, die kann drei Fahrzeuge. Die fahren komm, schön. Komm, Superdrähtchen. Boah, geil. Jetzt liegen Alex und ich hier so ein bisschen blöd rum. Okay, es war einer von hinter euch, den habe ich genascht. Oh, da sind ganz schön viele mit draufgegangen mit der Drohne, oder? Ja, ja. Andi, da ist noch auf jeden Fall einer ist noch da und ich glaube, den schalten wir gleich aus. Ich lieg hier noch oben und Sniper hier rum. Oh, nice. Ah. Du kannst uns wiederbeleben. Okay, ich komme jetzt runter, dann sicher. Kann ich. Ich mache euch heil. Das war ziemlich cool, dass ich. Bringt alles XP. Verdammt, das war knapp. Lass mich dir wiederbeleben. Yay. Ach, du spielst sonst Overwatch, ne? Du bist irgendwie. Naja, ich bin so ein Shooter-Freak. Ja, eigentlich. Nee, ich wollte. Nein, ich wollte, weil du die XP so abfeierst. Ich glaube, da haben wir. Munition ist hier hinten, Andi, geradeaus, ne? Bei den Bullets. Oh, ja. Hier ist noch. Ah, Öl ist gut. Öl, und dann so. Haben wir immer noch nie drauf geachtet, ne? Ich habe auch extra. Ich habe die Anzeige auch gar nicht an. Ich wollte nur Level 15 werden. Ja. Um meine Drohne sprengen zu können. Und es ist tatsächlich jeden Cent wert. Ich weiß nicht, wer im Chat behauptet hat, es wäre Quatsch. Es ist einfach mega gut. Du kannst einfach mit der Drohne losfliegen und sie jemandem im Gesicht explodieren lassen. Das ist doch the dream. Jemand hat gesagt, oder Alex hat gesagt, hier ist irgendwo Munition. Das ist ja, diese drei Patronen auf der Map. Der Map, drei Patronen. Südlich vom Panzer. Ah ne, die Map dreht sich mit, dann das ist. Ach, da hinten. Ha, ich seh's. Und grün ist quasi, sind quasi. Das sind Ressourcen, die du zum Leveln brauchst, der verschiedenen okay. Skills. Ja, dann sammle ich die doch mal ein. Das macht doch voll genau. Sinn. Ja, das ist halt total dämlich. Wir sind zu viert und das muss jeder machen. Das ist richtig dumm. Also das ist einfach, das ist eines der größten Mankos, finde ich. Ja. Vorsicht, die sind. Wow, da sind Panzerbobs, ne? Ihr seid einfach an denen vorbeigehuscht. Und die schlechten Witze und kein Fadenkreuz für einen Hubschrauber. Das haben sie auch noch nicht behoben, oder was? Nee. Ich glaube, das wird auch nicht kommen. Man muss fairerweise sagen, dass die. Vorsicht, im Tunnel ist einer ein Bösewicht und ich habe mich selber gesprengt, weil ich nicht so. Oh, ich habe mich auch selbst gesprengt. Da war eine Kiste mit irgendwas zum Sprengen. Habe ich direkt gegen geschossen, weil ich sehr geschickt vorgegangen bin. Oh, yes. Oh, wen habt ihr denn hier geprügelt? Das sah aus wie ein Bud Spencer-Film. Alex, hast du das? Ja. Das war sehr geil. Der Typ kam einfach aus dem Gang geflogen und ist mit dem Gesicht in einem Pfeiler gelandet, weil du den erschossen hast. direkt vor euch, genau, seht ihr. Und ich liege hier und Andi liegt hinter mir. Hallo, Lara Mai. Mai. Mal gehe ich Andi aufstellen. Oh, das ist super nett. Ja, kein Thema. Oh. Oh shit, das ist immer noch kein weh. Bier mehr hab, ey. Ein Bier mehr? Ja, wow, die kommen hier den Gang noch hin. Oh, von hinten. Scheiße, wir haben Verluste. Hab ich. Ich stell Aldi wieder auf. Wo sind denn hier Leute? Das ist total gut. Das war gerade, das war relativ spontan, habe ich Alex und Andi kombiniert und daraus hier tatsächlich Aldi gehört. Aldi ist das ziemlich gut. Ja, einfach, nee, nicht quer gehen, hier mir so, hinterher. Einfach geradeaus. Ich bin verlaufen. Hier sind noch Infos. Ich laufe Alex hinterher. Das ist übrigens auch witzig, also vielleicht für dich, Andi, ist ganz spannend. Das hier ist das Ende von dem Gebiet. Das wissen wir zufällig, weil wir das in der Beta schon gemacht haben. Ach so. Wir werden es wahrscheinlich nicht kriegen, oder kriegen wir das, ohne was erforscht zu haben? Nee, wir müssten die Missionen machen. Aber das Gewehr kannst du kriegen, das ist einfach am Ende des Ganzen. Kann ich das Höllengewehr jetzt ausrüsten? Mhm. Die MSR, ne? Ja. Ach geil, da ist sie, sehr cool. Aber wir können ja mal gucken, ob der Boss hier ist. Das wäre ja mal interessant zu wissen, oder? Nee, der ist nicht da. Gleich. Sonst, okay. Das wird nicht ausgelöst, wenn die Mission aber nicht da ist. Aber das wäre total toll gewesen. Ah, das MSR ist eine Maschine, das stimmt. Lebt er noch? Dickes Scope. Nee, der ist tot.
Ne, kurzen Lauf will ich jetzt nicht. Schalldämpfer. So, wo müssen wir hin? Was, ja, hat 5 Schuss im Magazin? Das ist natürlich nicht so viel, ne? Ja, aber dafür knattert das ganz schön. Alle weg. Alter Lachs, das ist größer als ich im echten Leben, ey. Frifra und Aldi, ey, das ist der neue Stream-Shit. Jetzt haben wir auch einen dickeren Hubschrauber, ist ja auch ganz gut. Oh ja, was ist denn das für ein böses Ding? Aber ich würde so gern. Da könnt ihr an die Miniguns ran. Geh jetzt mal in den Panzer rein, ne? Sauber, seid ihr okay? Da könnt ihr an die Gatlings, ich geh mal in den Panzer rein. Oh. That was not the point. Kann ich? Ah! Ich kann einfach rüberfahren. Du kannst ist auch, wenn du aufs Mausrad drauf drückst, drück mal aufs Mausrad, dann krabbelst du ein bisschen da drin rum und jetzt kannst du. Bum, bum. Oh, nice, guck mal, ey. Oh, oh. Wir werden jetzt gejagt. Möchte jemand einsteigen? Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Komm, ich bin. Sorry, ich, Fritz, das war mein Fehler. Ich will nicht fliegen, natürlich. Natürlich. Ja, dann husch rein hier. Bin drinne. Und go. Boah, wir sind so ein Chaos-Squad, ne? Ah, es läuft super gut, ey. Das muss man einfach mal sagen. Oh, ist cool das neu, dass man die Rotoren sieht? Ich sehe jetzt aus der Gatling-Perspektive, habe ich jetzt das Bild fliert, wenn ich durch den, wenn Licht in den Rotor fällt, Fritz, wenn du das sehen könntest. Das, ne? Das weiß ich nicht genau. Ja, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Weiter Richtung rechts, Richtung A, wie 15 Kilometer. Ich kann die übrigens nicht kaputt schießen, die Rotoren. Habe ich natürlich nicht probiert. Hallo Fancy Felix. Kleiner Tipp, man muss kein Bier mehr holen, wenn man sein eigenes braut. Ja, aber das müsste man ja auch da haben. Oder? Meine Mitbewohner haben das letztes gemacht, holen. Das war super. Oh, warte, bleib mal so. Ich könnte hier gerade eine Patrouille naschen. Ah, ist egal. Ein paar habe ich erschossen. Bestimmt. Sag mal, ist es bei euch auch so neblig? Mhm. Warte mal, hier ist Funkzeug. Lass mal kurz den LKW, der ist direkt unter uns. Den würde ich gerade kurz. Ja, dann müsstet ihr vorher den Hubschrauber ausschalten. Oh, da ist ein Hubschrauber irgendwo. Oh, was ist das denn? Scheiße. Okay, er hat gut von mir gekriegt. Ziel eliminiert. Warte mal. Ist aber immer noch hinter uns. Der kommt direkt hinter uns her. Ich drehe jetzt nach links weg. Links? Ja, okay, sehr gut. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht er runter? Nee, andere Seite müsst ihr. Ah, ihr habt ihn. Boah, was für ein Kampf, ey. Sieht gut aus. Ah, er haut noch ein bisschen. Boah, er schießt zurück. Ist nur so lang, wir schießen nicht. Warte mal, ich versuche ein bisschen näher. Ja, es ist mega weit. Also jetzt ist das schon aus meinem Richtbereich raus, aber. Jetzt wieder. Ich muss ein bisschen. Okay, ja, oder du kannst auf die anderen reindrehen, ist egal. Oh, warte mal, ich habe Raketen. Moment. Da unten ist halt alles voll, ne? Sekunde. Autos. Also halt dieses Funkzeug wäre halt cool, weil da drin sind halt gleich. Wie weit feuert denn der? Und der kann auch nach vorne schießen, das können wir doch gar nicht. Aber er ist down, abgestürzt. Oder? Okay, dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir die Begleitfahrzeuge kaputt machen. Kann ich aussteigen? Warte, hast du falsch? Hast du schon den falschen? Nee, natürlich nicht. Warte mal. Okay, wir dürfen den Konvoi halt nicht kaputt schießen. Der hat schon ein bisschen Backenfutter gekriegt. Hier ist wieder übrigens der Jurassic Park See. Was? Oha. Können wir jetzt hier aussteigen? Der hat jetzt gerade eingeparkt. Okay, der Van ist stehen geblieben, ne? Ja. Ich hab ihm mal einen Warnschuss. Ja, aber der bleibt nicht stehen, der Freak. Oh, da wird geschossen. Ich darf nicht aussteigen, das ist ein bisschen komisch. Schaltet ihr den Van hier aus, der hier kommt? Ja, ich hab's versucht. Ich kann da nicht hingucken, aber. Ach, da ist er. Wer sitzen am rechten? Moment. Ja, ich und Alex, glaube ich. Warte mal. Da. Oh. Jetzt einfach drauf schießen, Franz. Ja, oder auch nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Moment, sorry. Oh, scheiße. Hubschrauber geht aber noch. Oder? Nee, ich glaube, er geht gerade raus. Ja, wo ist denn der Van hin? Der steht da drüben. Den hole ich mir jetzt. Schnell weg vom Hubschrauberwrack, weil das explodiert auch noch. Oh, da kommt noch neue. Der fährt aber weg, oder? Ah, nee, der kommt nicht. Nee, der ist jetzt. Und der ist auch noch nicht kaputt, das ist super. Wenn die anderen ihn jetzt nicht kaputt machen. Nein! Scheiße, er ist fast kaputt! Ich habe überkriegt 5000 Funk. Habt ihr das auch schon oder müsst ihr das? Ja, das haben wir jetzt auch bekommen. Vor allen Dingen, wahrscheinlich explodiert er gleich, weil jetzt explodieren gleich die Autos daneben. Nee, ich weiß. Du musst nicht einsteigen. Du musst nicht. Aber kannst du. Der muss nur markiert werden, dann ist es dann leicht. Er fährt nicht. Oh, er brennt. Hallo, Ronan. Weg. Wir können uns ein Flugzeug holen.
bin ich dabei. Ich level mal kurz mein Drillchen. Ach, schau mal, jetzt ist halt, unsere Folge ist übrigens massiv zu Ende. Jetzt ist er übrigens doch explodiert. Ja, ich habe gesehen, dass er angefangen hat zu brennen. Dann dachte ich, ja. Lass hier. Geil, ich brauche noch 4000 Punkte in Zeug, dann kann ich euch mit meiner Drohne wiederbeleben. Das ist ja wohl Porno. Und übrigens, wegen dem Jurassic Park See, das war hier, weil dieser See, da stehen lauter. Es sind Pelikane, aber wir haben sie einfach. Wir haben sie Kraniche genannt. Nein, du auch. Oh, Alter! Ich rede es mir zumindest ein. Okay, sorry, du darfst sofort das mit dem See zu Ende erzählen, aber dieses neue Scharfschützengewehr, ich habe gerade die gepanzerten Typen durch ihr Auto erschossen. Das war okay. Das ist schon ziemlich nice, das MSR. Okay, der See, genau, da waren die Pelikane. Dann sind wir halt so rüber und dann starten die ja auch. Also die fliegen ja dann weg. Und das sah halt so ein bisschen aus wie diese Endszene vom ersten Jurassic Park-Film. Wisst ihr, was hier cool ist? Das hat jemand zusammengeschnitten, ne? Das habe ich gesehen, total geil. Aber jemand hat das auf YouTube zusammengeschnitten für uns mit der Mucke. Da unten liegt ein Motorboot. Im Chat in Caps Lock. Es sind Flamingos! Ja, es sind Flamingos, genau. Wir haben aber die ganze Zeit gesagt, es sind Kraniche. Wow, Andi, wow. Ja, Style. Gut, aber unsere Folge ist erst noch zu Ende, Fritz. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gleich, ne?